Hallihallo und schön, dass ihr reinschaut. Ich habe heute wieder einen 60-Sekunden-Buchtipp für euch. Das bedeutet, ich stelle euch ein Buch in sehr kurzer Zeit vor und hoffe, ich kann euch in diesen 60 Sekunden ordentlich neugierig machen. Dieses Format habe ich ins Leben gerufen, weil wir alle immer weniger Zeit haben in dieser schnelllebigen Zeit, aber wir natürlich trotzdem schöne Bücher lesen wollen. Wenn euch dieses Format gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und ich freue mich natürlich auch immer sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Aber dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit der heutigen Buchempfehlung. Ich möchte euch heute Kissing in the Rain von Kelly Moran vorstellen. Es geht hierbei vorrangig um Cameron. Sie wird kurz vor der Hochzeit ihrer Schwester von ihrem Freund verlassen und steht jetzt als Single da. Da muss natürlich eine Lösung her und sie überlegt sich, sie braucht ganz dringend einen Freund. Wie gut, dass sie Troy kennt, einen Weiberhelden, wie er im Buch steht, aber er stimmt tatsächlich zu, ihren Freund auf dieser Hochzeit zu spielen. Womit aber beide nicht gerechnet haben, ist, dass da auch Gefühle ins Spiel kommen. Beide Protagonisten haben ein ordentliches Päckchen zu tragen und es ist gar nicht so leicht für sie, ihre Mauern fallen zu lassen und vor allem auch Vertrauen zuzulassen. Es gibt zahlreiche Probleme und Stolpersteine, die den beiden in den Weg gelegt werden und es war sehr herzzerreißend, ihnen dabei zuzusehen, wie sie sich über all diese Dinge hinwegkämpfen mussten. Zum Ende hin war mir das Hin und Her teilweise einen Tick zu viel, aber natürlich wünscht man trotzdem den beiden ein Happy End. Wenn ihr also auf der Suche nach einer chaotisch-romantischen Liebesgeschichte seid, dann schaut euch doch mal dieses Buch an. Kelly Moran ist ja für mich so die Queen of Cozy Romance, würde ich sagen. Vielleicht kennt ihr sie schon von ihren Redwood-Büchern, die habe ich persönlich total geliebt. Kissing in the Rain ist jetzt im Gegensatz zu Redwood mal ein Einzelband, was ich ja zwischendurch auch mal recht erfrischend finde. Und ja, genau. Ich freue mich, dass ich euch dieses Buch auch mal vorstellen konnte. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr persönlich auch schon Fans von Kelly Moran seid, ob ihr Redwood schon gelesen habt oder ob das bei euch noch so gar nicht irgendwie auf dem Schirm war. Ja, dann ist die Zeit quasi auch schon wieder um. Wenn wir uns noch nicht kennen, ich bin übrigens Ramona von Kielfeder und ihr findet mich auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr dann beim nächsten Video wieder einschaltet. Bis dahin, bis bald!